Hi Leute, hier ist Highcarb Christian. Wie einige von euch vielleicht bereits mitbekommen haben, schließt die vegane Supermarktkette Vegans, wie auch immer, ich sag mal Vegans, einige ihrer Filialen und dünnt das Sortiment ziemlich heftig aus, von 4.500 Produkten auf 1.500 bis 2.000 Produkte. Und das könnte als herber Rückschlag gesehen werden für den Veganismus, also nach dem Motto, haha, wir haben es euch doch gesagt, Veganismus wird sich niemals verbreiten. Ich denke aber eher, dass der Fehler zum einen bei Vegans selbst zu suchen ist und andererseits ist es ein Phänomen, das noch sehr viele andere vegane Läden betreffen wird. Zunächst einmal sollte man sich das Selbstbild von Vegans angucken und welche Zielgruppe sie eigentlich ansprechen wollten. Der Besitzer, Gründer von Vegans hat ein Buch geschrieben namens Vegan für alle und Vegans war nicht mal ein Laden für alle Veganer. Denn Vegans hat sich immer sehr, sehr stark auf hip, auf modern, auf gesund getrimmt. Und das war für mich immer zu wenig, um den Weg von selbst Oberhausen nach Essen aufzunehmen, um in diesem Laden einkaufen zu gehen. Ich habe mich dort persönlich nicht irgendwie nicht wohlgefühlt. Es war wie jeder andere Bioladen auch vom Image her und nichts, was mich wirklich angezogen hat. Aber aus diesem, sagen wir mal, aus dieser Attilafizierung des Veganismus so hin zur Gesundheitsschiene, hin zur Fit- und Hip-Schiene ergeben sich noch weitere Probleme. Die Preise ist etwas, was ich an Vegans von Anfang an kritisiert habe, nämlich nicht nur, dass sie teuer sind. Ich meine, klar, 80% ihrer Produkte sind auch biozertifiziert und Bioprodukte sind teurer als konventionelle Produkte, das weiß jeder. Das Problem ist aber, dass man bei Vegans für das gleiche Produkt, das man auch im Bioladen bekommt, 10, 20, 30, 40, 50 Cent mehr bezahlt hat. Und ich habe das persönlich nicht eingesehen, warum ich, wenn ich in einem angeblichen veganen Vollsortiment-Supermarkt bin, dann auf einmal mehr zahlen muss, nur weil es Vegans ist. Und wenn ich zwei Straßen weiter zum Bioladen gehe, ich für einen Einkauf mehrere Euro weniger zahle insgesamt. Das ist etwas, was dem Laden, glaube ich, zum Verhängnis wurde. Das liest man auch auf Facebook, dass einige Leute gesagt haben, tut mir leid, ich habe wirklich gut verdient und konnte es mir nicht leisten, meinen gesamten Wocheneinkauf bei euch zu machen, weil ihr zu teuer wart, weil das gleiche Produkt, das ich im Bioladen bekomme, bei euch einfach teurer war. Und das andere Problem ist das Sortiment. Denn sie haben ja nicht nur, eben weil sie ein Vollsortiment-Supermarkt sein wollten, diese ganzen Sachen wie Linsen und Aufstriche gehabt, die dann teurer waren, sondern sie hatten auch Spezialprodukte aus den USA importiert. Sie waren ja der alleinige Importeur von so Marken wie Tofurky oder Gardein oder all diese Sachen, die man kennt. Und die waren dann richtig teuer. Das Problem ist, dass Veganismus eine junge Bewegung ist. Das sehe ich auch in meinen Google Analytics Statistiken. Die allermeisten Veganer sind wahrscheinlich jung, Student, Schüler, hinterfragen ihre Essgewohnheiten und kommen dann da auf den Veganismus als Lösung für Umweltprobleme, Tierschutzprobleme etc. Glaubt ihr, diese Zielgruppe kann es sich leisten, vegane Würstchen für 7 Euro zu kaufen? Ich denke nicht. Glaubt ihr, dass es für diese Zielgruppe attraktiv ist, eine vegane Tiefkühlpizza für 5,50 Euro zu kaufen oder eine für 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro? Ich glaube nicht. Das sind Sachen, die man mal machen kann, andere wiederum nicht. Und selbst die Zielgruppe, die es sich mal leisten kann, das wird zu wenig sein, um einen Laden zu finanzieren mit einer hohen Miete, weil sie normalerweise in guten Vierteln waren, mit Personal und dann noch die Produkte zu subventionieren, die sich wahrscheinlich weniger gut verkaufen, nämlich die, die einfach teurer sind als im Bioladen. Natürlich ist es cool, diese Produkte zu haben, aber diese Produkte haben eben wegen des Preises einen sehr hohen Exklusivitätscharakter. Es sind Produkte, die man nicht täglich kaufen kann und für die es eine sehr kleine Zielgruppe gibt. Damit wird es schwierig, einen Laden aufzubauen. Einige Läden hatten noch schlichtweg eine komische Location. Ich weiß, dass der hier in Essen ist mit dem ÖPNV lala erreichbar. Man muss schon da zum Limbecker Platz laufen, also zum Berliner Platz. Und das sind halt, wenn man nicht gut zu Fuß ist, sind es 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Und da ist momentan auch noch eine Baustelle. Es ist zwar in dem Viertel Grüne Mitte, was ein relativ gutes Viertel in Essen ist, weil es eben so auf jung und hip und auf urban macht. Allerdings werden auch die Leute Vegans nicht als Nahversorger genutzt haben. Auf gar keinen Fall. In München wurde es Vegans zum Verhängnis, dass sie keine Parkplätze hatten, dass sie ziemlich weit weg von der nächsten U-Bahn-Station waren. The list goes on and on. Und
das wäre etwas, wo man vorher hätte drauf achten sollen. In Essen war auch das Problem, dass geplant war, ein veganes Einkaufszentrum zu erstellen mit einem Schuhladen und mit einem Bekleidungsladen, und die beiden sind nie gekommen. Also zumindest der Schuhladen ist nie gekommen, aber Bekleidungsladen bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Es hängt noch das Logo dran, aber es ist kein Laden mehr drin, also könnte er mal da drin gewesen sein. Aber ja, wie gesagt, auch das eine Enttäuschung, und das hat den Standort dann sofort weniger anziehend gemacht, weil man die Produkte, die Exklusivprodukte, dann auch im Internet bestellen konnte. Das letzte große Problem ist das, worauf Vegans jetzt alles schiebt, nämlich dass vegan inzwischen so Mainstream geworden ist, dass man solche Läden ja gar nicht mehr braucht. Ich sag halt, es ist eine gute Art und Weise, Selbsteinsicht zu umgehen, aber da ist schon was dran. Ich glaube nämlich, dass vegane Produkte immer mehr in den Mainstream rücken. Ich meine, ich krieg selbst bei Kaufland inzwischen vegane Würstchen, ich krieg Seidentofu. Ich krieg all die Sachen, für die ich früher zu einem veganen Laden fahren musste. Bei Kaufland. Und wie viele Kauflands gibt es in ganz Deutschland? Das sind hunderte Filialen. Und wenn man nicht gerade auf dem Land wohnt, hat man wahrscheinlich irgendwo ein Kaufland in der Nähe. Es ist wahrscheinlicher, dass man ein Kaufland in der Nähe hat, als einen veganen Laden. Und die Sache ist dann, dass ich es gut finde, dass diese Produkte mehr in den Mainstream rücken. Ich finde es natürlich schade, dass das dann wiederum so Konzerne wie Rügenwalder Mühle sind, die dann davon profitieren und nicht die kleinen veganen Hersteller, die es wirklich aus ethischem Antrieb machen. Aber ja, so funktioniert unser System, so funktioniert der Kapitalismus. Und ich glaube, dass auf Dauer sich solche veganen Läden, die nur vegane Produkte haben und nichts anderes verkaufen, nicht halten werden können, weil sie dann genau das Gleiche anbieten, was ein Kaufland auch anbietet. Und wenn sie nur das Gleiche haben, würde ich doch nach der Arbeit, wenn ich eh schon zu Kaufland fahre, die Sachen bei Kaufland kaufen. Ich würde nicht noch extra zu einem veganen Laden fahren. Es ist nicht wie vor 5 Jahren, 5,5 Jahren, als ich vegan wurde und ich habe solche Sachen wie Sojagranulat nur in Dortmund bekommen. Da bin ich extra nach Dortmund gefahren. Ich glaube, heute wird auf absehbare Zeit nicht mehr funktionieren. Man muss sich noch irgendetwas dazu holen zum Konzept des veganen Ladens, mit dem man noch zusätzlich Geld machen kann. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel das Café Fleischlos hier in Essen-Borbeck. Das ist 15 Gehminuten von mir entfernt. Und die Inhaberin hat das von vornherein so gemacht, dass es ein Café mit Verkaufsecke ist. Dementsprechend, man hat das Café, mit dem man Geld macht. Man hat die Verkaufsecke, und da kann man dann wirklich nur gezielt die Produkte anbieten, die sich lohnen und für die Leute dann auch wirklich dahin kommen müssten. Man kann gezielt auf die Defizite in der Region eingehen, sozusagen. Und das ist sehr viel effizienter als, ja, wie soll ich sagen, als einen veganen Vollsortiment-Supermarkt zu haben, der sehr weit entfernt von dem eigentlichen Motto ist, der zu teuer ist, dessen Sortiment zu exklusiv ist und generell unter dem Trend leidet, dass die Revolution ihre Kinder frisst, dass vegan inzwischen dann doch wieder so populär ist, dass die Produkte sehr gut verfügbar sind. Seht ihr noch andere Schwächen beim Vegans-Konzept, oder wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass es ganz andere Gründe gibt, warum Vegans zusammengestürzt ist? Im Endeffekt, ich will ja auch nicht den Teufel an die Wand malen, also sie verändern ja ihre Unternehmensstruktur, aber es ist immer schade für die Mitarbeiter in den Filialen. Und schade dafür, weil es hätte ein gutes Konzept sein können, was meiner Meinung nach nicht gut ausgeführt wurde. Wie seht ihr das? Wie seht ihr die Zukunft von veganen Läden? Glaubt ihr, solche Läden, die nur Lebensmittel verkaufen, nur vegane Lebensmittel, dass die noch irgendeine Zukunft haben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, abonniert mich hier mit der Bubble. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann, Leute.